rein, euch Bäume nicht, Bäume auch nicht. Nichts dabei. Ich brauche ein Tabby. Ein klitzekleinen Tabby brauche ich. Hier wird immer noch gefressen. Ich glaube, das, das hat sich immer noch nicht akklimatisiert. Das weiß nicht, dass ich eigentlich weg war. Und es dürfte wahrscheinlich hier nicht anders ausschauen. Doch, da ist ein Tabby, da ist ein Tabby, da ist ein Tabby, da ist ein Tabby, da ist ein Tabby. Her mit dir. Wunderbar. Tabby Slime, mehr brauche ich doch gar nicht. Tschüss, tschüss, tschüss. Euch brauche ich alle nicht. Ich brauche nur den kleinen, knuddeligen Tabby Slime. Moment, das haben wir gleich, das haben wir gleich. Tabby, du wirst... Lass dir das Gehege in Ruhe, ich glaube, ich bin... Tabby Slime, du musst hier hinein. Und du kriegst was von mir, und zwar... Das hier! Oh. Das hier! Ruhe. Okay, Moment. Wir müssen ihn vielleicht erstmal ein bisschen aushungern. Ich weiß, es ist vielleicht etwas böse gerade, aber... Es geht nicht anders. Tabby, du musst Hunger haben. Wenn du keinen Hunger hast, haben wir ein ernstzunehmendes Problem. Außerdem bist du nur so allein. Wir müssen da was gegen tun. Du brauchst unbedingt noch mehr Freunde. Also wir müssen eine ganze Tabby-Family machen. Eventuell... Oh, er will spielen. Och Gott, Alter. Du bist ein süßer Kerl. Weißt du was? Für dich finden wir gleich noch was. Wie machen wir es am klügsten? Tun wir die Minze erstmal wegbringen. Ja, ihr dürft euch um die Karotten schlagen. Passt soweit. Dann füllen wir mal kurz mit den ganzen Sachen, was wir hier haben. Oh. Mit dem Ganzen hier. Und ja, einen vollen Baum hier. Unsere restlichen Slimes gehen dann auf Tabby-Slime-Jagd. Und danach ist die Frage, wer mag denn überhaupt, diese Minzteile? Honig-Slimes mögen die? Oh. Ich glaube, dann werdet ihr richtig heavy mit dem Zeug sein. Und ihr möchtet doch bestimmt jede Menge Karotten haben, oder? Natürlich möchtet ihr, natürlich möchtet ihr. Ihr möchtet nicht so viel Karotten haben. Geh mal hier rein. Wenn es gut ist, die gehen hier eh nie raus. Weil sie, ich möchte sagen, nicht dumm sind, sondern... Ich glaube, wir brauchen ein paar mehr Phosphor hier drin. Dankeschön. Aber das Essen schaut sich zumindest mal gut aus. Kann man nichts gegen sagen. Eine ordentliche Ladung Futter. Achso, was können wir noch machen? Ein weiteres Lager. Und können wir hier irgendwas hingehaufen? Nein, wir können es nur abreißen. Das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir ganz und gar nicht. Die armen Puddle Slimes. Du bist an? Okay. Tabbies. Wir brauchen mehr Tabbies. Was bekomme ich denn dafür? Nee. Überhaupt nicht das, was ich irgendwie brauchen könnte. Ich habe einmal die Idee gehabt, dass eventuell auch dieser grüne Slime durch Handel zu bekommen ist. Aber dann habe ich mir jetzt ziemlich schnell gedacht, ja. Bezweifle ich irgendwie ganz stark. Vielleicht brauchen wir auch nicht mehr. Ah, vielleicht haben wir ja. Nein, das ist auch nichts. Weil ich gerade sagen, da unten irgendwo noch ein kleiner Tabby Slime, aber... Nee. Dem sah nicht so aus. Hier vielleicht noch ein bisschen. Eine kleine Pokefrucht, das war's aber schon. Tabby, 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 Tabby. Ja, komm. Der Rest kann machen, was er will. Die Tabbys sind jetzt mein. Ich freute sie mir. Oh. Yippie. Mitkommen, mein Kleiner. Und keiner hat's gesehen. Oh, Moment. Du lässt den armen Kerl in Ruhe. Ich glaube, ich spinne. So weit kommt's noch. Was ich eher ein bisschen seltsam finde, ist, dass die Slimes irgendwie nicht... Kommst du her? Ist hier irgendwas? Kann man da hoch? Kann man sich hier beliebt machen? Aha.
Da ist nichts mehr, aber da ist zumindest eine kleine Kiste. Man merkt, Kisten gibt's überall. Brauchen wir nicht. Na gut. Kommen wir auch ohne damit klar. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Egal. Wir waren auf der Jagd nach dem Tabby Slime. Um uns goldene Tabby Slimes zu machen. Hallöchen. Moment. Wenn eine Wand nicht dick genug ist, wird es eine zweite sein. Ups. Und ich glaube, den blauen Slime haben wir jetzt, glaube ich, volle Kanne. Uah. Es gibt's. Komm her. Komm her. Tabby, ich rette euch. Ich rette euch. Noch mehr Tabbys. Oh, ja, Tabby in Paradise. 7. Na komm. Dich noch. Ah, und 9. Und das heißt, wir haben genau 10 Tabbys dann. Passt, läuft, mehr brauche ich nicht. 10 Tabbys ist eine runde und gesunde Zahl. Damit können wir getrost nach Hause gehen, auch wenn der Heimweg jetzt ein bisschen länger dauert. Aber was soll's. Ich überlege gerade, ob vielleicht noch irgendwo ein weiteres Tor sein könnte, aber das ist das Einzige, wo ich jetzt davon weiß, wo auch noch ein Schlüssel drauf ist. Der Rest ist wirklich alles nur... sagt es mir mal. Verspart. Einfaches Wort. Mir fällt der Name nicht ein auf Anhieb. Die Bezeichnung, sorry. Gesperrt ist ja kein Name, ist eine Bezeichnung. Wir haben ganz schön viele Honey-Slimes raus. Hui, und noch mehr. Hier ploppt das Leben und ich renne einfach nur vorbei und denke mir nichts mit mir. Ich habe zu tun. So. Tabby-Slimes sind Fleischfresser. Da muss ich vielleicht noch was dagegen unternehmen. Oder dafür was machen? Je nachdem, wie man sieht. So, mein Lieber. So, bitteschön. Alle Mann hier rein. Alle Mann hier rein. Und irgendeiner von euch möchte doch bestimmt... Ja, guck mal her. Guck mal her, was ich hier habe. Sind alle anderen weg? Jetzt sind sie. Möchte irgendeiner den Gold... das Gold essen? Keiner? Keiner? Muss aber aufpassen. Komm schon, komm schon, komm schon und... Tipp. Verdammt, komm schon. Ich möchte einfach nur, dass irgendeiner von euch diesen Goldklumpen futtert. Irgendwie vielleicht so in Richtung... Ach Gott. Es hat alle happy, ich weiß. Wer ist denn mit... Plupp. Es wird wesentlich besser, es wird wesentlich besser. Okay. Wir sind hier auch geschützt. Jungs, ihr könnt das Gold nicht einfach so durch die Gegend schmeißen. Es ist kostbar. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Und tut mir leid, weg mit dir. Weg mit dir. Hier liegt Gold rum. Komm schon, ist es. Euch geht's noch gut. Ich weiß, aber ich möchte doch bestimmt diesen Goldblock essen. Oder kann ich damit nur normal Slimes machen? Das wäre doof. Ernsthaft, der hat es jetzt eingesogen. Ah. Verdammt, noch eins. Das soll natürlich jetzt nicht passieren. Muss ich euch erstmal hungern lassen, oder was? Das möchte ich ja eigentlich nicht machen. Das ist ja bestialisch. Aber wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders. Dann tut mir leid. Ihr müsst einen... Oh, Hilfe, da geht es nur nach unten. Einen Tag ohne Essen mal auskommen. Und ich bin gespannt, ob das gut gehen kann. Ich bin richtig gespannt sogar. Gucken wir mal, wir gehen relativ früh schlafen. Alles nur zum Zwecke der Goldforschung. Return to Ranch. Habe ich das Ding jetzt in Nevada gefeuert? Ich denke, ja. Ich denke, mehr als ja. Wobei, nein, die sind drin. Die sind drin. Okay, die Reddings sind drin. Soll ich gerade sagen, jetzt habe ich einen riesen Fehler gemacht, aber nein. Es geht, es geht. Und ich... Sage mal. Ich weiß, ihr seid happy und alles, aber... Okay,
Okay, wer ist denn jetzt vielleicht irgendjemand von euch? Irgendjemand? Verdammt, noch eins. Oh, nicht mit mir. Okay, wisst ihr was? Ihr seid alles süß und fein, aber... Es ist ein bisschen viel hier. Ein kleines bisschen viel. Und ich kann mein Experiment nicht machen. Deswegen muss ich etwas machen, das überhaupt nicht gut ist. Nein. So. Darf ich vorstellen? Der Incinerator. Er verbrennt einfach alles. Auch kleine Tummy Slimes. Die Hölle auf Erden. Aber es tut mir leid, alles für Forschungszwecke. Ihr könnt auch frei sein, wenn ihr wollt. Sage ich auch nichts dagegen. Welches ist überhaupt entlang kommt? Wahrscheinlich schießt jetzt gerade irgendwo hin. Wo ich nicht mal mehr hinkomme. Na, zupp! Ach, Hallöchen, bist du auch mal wieder da? Ups. Er ist gerade vor die Kanne reingesprungen. Okay, meine lieben Tabis. Ich hoffe, das ist euch jetzt eine Lehre. Ach Gott, da sind immer noch zwei. Blup. Und wir haben... Na komm, wo bist du denn? Ah, hier. Einmal nach links schießen, einmal nach rechts schießen. Ausgleichende Gerechtigkeit. Soll ich gerade sagen, gut gemacht. Aber nicht gut genug. Okay, ihr seid... Ihr seid miesmupfelig. Wie schaut's denn damit aus? Ihr wollt echt keinen Goldplug haben. Ganz sicher. Ah, okay, das heißt, wir können Gold nicht mit den Tabby Slimes machen. Was ich ganz schön doof finde. Okay, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Dann geht es vielleicht wirklich nur mit normalen Slimes. Okay, gut. Man muss aber bedenken, es wäre auch ein bisschen heftig, wenn man jetzt mit den Gold Plot mit jedem Slime machen könnte. So. Dann schnappen wir uns jetzt hier einfach mal von euch. Warum nicht? Und das halt so raus. Sag ich auch nicht nein dazu. Haben wir noch was? Nein, hier haben wir auch nichts mehr. Noch ein paar Pogo-Früchte. Und wir beginnen mit Operation noch einmal. Wir müssen uns goldene Slimes machen. Jetzt aber wirklich. Anlauf Nummer 35, wenn es weitergeht. So, es tut mir leid, meine lieben Freunde. Es ist Zeit für Pink Slimes. Und meine lieben Tabbies, ihr habt es leider Gottes versaut. Und du hast eben dein Todesurteil unterschrieben. Tut mir leid. Geht nicht anders. Ich würde es lieben gerne anders machen. Ihr habt mir keine Wahl gelassen. Okay, irgendeiner von euch wird diesen Plurk jetzt essen. Irgendeiner von euch wird diesen Plurk jetzt essen. Ist es denn so schwer? Es ist echt schwer, so wie es ausschaut. Komm schon. Irgendjemand. Goldplurk. So funktioniert es doch, hätte ich gedacht. Goldplurk. Goldplurk. Pokéfrüchte. Müsste einer nur megamäßig happy sein? Na komm, irgendjemand muss doch diesen Plurk essen. Das gibt's doch gar nicht. Muss ich jetzt wirklich die Aufnahme unterbrechen, nur um rauszufinden, wie ich... Mich ein... Ey. Weg da. Bin gerade mächtig am Forschen.
Einmal alles rumgewälzt. Hier, bitteschön, ihr könnt auch nochmal ein Hütchen haben, wenn ihr wollt. Ihr könnt alles haben, wenn ihr wollt. Außer das hier. Ich möchte wirklich keinen diesen Goldperk essen. Okay. Dann muss ich wirklich herausfinden, wie ich das mache. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin nicht in der Lage herauszufinden, wie man diesen Goldperk einsetzt. Weil ich hätte eigentlich gedacht, wenn ein ganz normaler Slammer kann auffressen. Ich meine, sonst fressen die Viecher auch alles auf. Moment. Wir haben doch eine Wiki, haben wir doch. And now the most rare of all parts may cost a shiny and rare back on Earth. There are anything else we can learn from? Oder kann ich die einfach nur haben, aber nicht herstellen? Das wäre natürlich auch noch was. What's I produce? No direct risk to... It's also when Mr. Expert, the only way to obtain gold parts is to strike gold, so there isn't any experience in the back. So, can produce a gold part, so it also leaves a trail of additional resources in the area, leading the unintended lagos or worse. Is here the gold slime? Very little is known about this little creature, as I have proven one. Huh? Okay. Ich glaube, wir können die gar nicht machen. Ich glaube, so langsam, wir sind gar nicht in der Lage, den Goldslime zu machen. Nee. Wir haben... Oh. Ich schmeiße das Ding nur durch die Gegend. Wieso? Geht aus dem Weg. Ihr seid süß und alles, aber komm schon. Nein, ich glaube, wir können wirklich kein Gold anbauen. Was ich als nicht gut erachte. Und zack, 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 zack. Dankeschön. Na gut, wenn wir dann hohe Hilfe Goldberg mitnehmen. Okay, gut. Ist es natürlich nicht so gelaufen, wie ich gedacht hätte. Ich wollte wirklich eine Goldarmee machen, aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Falls es jemand weiß, wie es gehen sollte, mache ich nochmal eine kurze Special-Folge, falls die Version 0.3 noch nicht draußen ist. Aber bis dato möchte ich natürlich jetzt auch nicht irgendwie 10.000 Versuche unternehmen, nur um zu sehen, es geht wirklich nicht. So. Deswegen an dieser Stelle hoffe ich, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und wie schon am Anfang der Aufnahme gesagt, das nächste Mal könnte eventuell etwas dauern. Immerhin warte ich wirklich auf die Version 0.3, denn wir haben eigentlich ziemlich viele Slimes. Ein paar schöne Kombinationen, jede Menge Kohle. Es ist nicht optimal hier aufgebaut, muss man sagen. Also eigentlich hätte ich in der Mitte hier... Moment. In der Mitte hier hätte ich eigentlich alles hier voll machen müssen. Mit irgendwelchen Hühnern und Bäumen, allem drum und dran. Dass hier hauptsächlich wirklich bloß unsere Essensvorräte sind. Und dann zur linken und zur rechten jeweils dann die entsprechenden... Gehege für unsere Slimes. Aber na gut. Zack. Was willst du machen? Was wollte ich noch sagen? Ach genau. Die nächste Folge kommt, wenn 0.3 draußen ist oder mir irgendwie jemand sagen kann, wie ich Goldperks in Massen produziere. Aber ich glaube einfach, das geht nicht, denn sobald man das machen könnte, hätte man einen Geldvorrat, der wäre, glaube ich, unendlich groß. In dem Sinne hoffe ich aber, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet. Bis dahin, macht es gut und wie immer. Tschüssi. Puh, ich habe mich jetzt so gefreut auf Gold Slimes.